Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Andacht zum Wochenausklang. Das Thema der heutigen Andacht ist der Heilige Geist. Oft wird er auch als der Beistand bezeichnet. Und wir alle wünschen uns ja jemanden, der uns beisteht. Jesus hat mit seinen Jüngern über diesen Beistand gesprochen, kurz vor seinem Tod, als er die Jünger darauf vorbereitet hat, dass er bald nicht mehr da sein wird, dass sie Abschied nehmen müssen. Das nächste Lied nimmt uns in die Gefühle hinein, die die Jünger damals vielleicht gehabt haben könnten. Ich bete Verse aus dem Psalm 143. Wenn Sie möchten, beten Sie mit. Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Flehen, in deiner Treue erhöre mich, in deiner Gerechtigkeit. Mein Geist verzagt in mir, das Herz erstarrt in meiner Brust. Herr, erhöre mich bald, es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, damit ich denen nicht gleich werde, die hinabfahren zur Grube. Lass mich am Morgen deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Tue mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Grund. Mein Geist verzagt in mir. So werden sich die Jünger Jesu damals vielleicht gefühlt haben. Aber Jesus will sie nicht verwaist zurücklassen. Er verspricht ihnen einen Tröster. Er verspricht ihnen den Heiligen Geist, der bei ihnen bleibt und sie zur Herrlichkeit führt. Hören wir dazu das nächste Lied. Musik.
Jesus wusste, was ihn erwartete. Die Jünger hatten keine Ahnung. Und aufgrund dessen hat er sie vorbereitet. So wie er immer eine große Fürsorge für sie, für ihre Seelennöte und damit auch jetzt für die Zukunft hatte. Johannes 14 beschreibt das ab Vers 15. Da sagt er zu ihnen: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein langer Text, aber noch bedeutungsvoller als lang. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen. Hier geht es um den Vater, es geht um Jesus selbst, es geht um den Geist. Irgendwie haben die ganz offensichtlich alle was miteinander zu tun. Das sind die Stellen, die überhaupt dazu geführt haben, dass es so etwas wie eine Dreifaltigkeitslehre in der Christenheit gibt. Aber bevor ich jetzt noch weiter darauf eingehe, Sie wissen ja, dort oben können Sie einen ausführlichen Bibelimpuls dazu sehen und hören. Mir geht es darum, hier einen Aspekt wieder zu betonen, nämlich dass der Geist und Jesus und der Vater, ja, sind das jetzt drei? Sind sie irgendwie eins? Wenn Jesus sagt, dass er einen anderen Tröster schicken wird und dass der Vater ihn schicken wird, wer ist das denn? Wenn er sagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch, ja, wer denn jetzt, der Tröster oder Jesus? Und wenn er sagt, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen, ja, wer denn jetzt, der Vater, Jesus, der Geist, der Tröster, wer denn jetzt? Genau das ist eigentlich so deutlich, dass man es fast nicht mehr deutlicher sagen kann. Sie sind alle in Wirklichkeit eins. Der Vater ist derjenige, der aus der ganzen Fülle der Gottheit heraus diese Schöpfung aus seiner Liebe gestaltet hat. Der Sohn ist derjenige, der den Menschen gegenübertritt, der sich als Mensch ihnen erfahrbar und erlebbar macht. Und der Geist ist die Kraft, die uns geschenkt wird,
damit wir sie uns zu eigen machen. Uns zu eigen? Ja, wo steht das denn? Ja, da steht, wie ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch, irgendwie scheinbar alles durcheinander. Und in Wirklichkeit heißt das, das, was das Wesen Gottes ist, das will er uns schenken. Und zwar so, dass es nicht fremd bleibt. Nicht ein fremdbestimmter Geist, der uns wie eine Marionette lenkt, sondern der Inbegriff, das Wesen seiner Liebe, das in uns einfließen kann, so, dass es ein Teil von uns werden kann. Wir können werden wie Jesus, wie der Vater, wie Gott. Da staunen wir aber. Wie Gott, ja? So ist es gemeint, nämlich im innersten Wesen der Liebe. Aber wenn Jesus außerhalb immer vor den Augen steht, dann zieht es die Jünger natürlich auch mit ihrer Liebe zu ihm hin. Wie können sie dann das, was er eigentlich ist, in seinem Wesen in sich aufnehmen? Deswegen hat er auch immer wieder gesagt, ich muss zurückkehren, ich muss wieder eins werden mit meinem Vater und dann komme ich zu euch. Ob er nun sagt, ich komme zu euch oder ich schicke euch meinen Geist oder mein Vater schickt euch den Geist in meinem Namen, das ist wirklich gehupft wie gesprungen. Es ist faktisch genau das Gleiche, nur immer jeweils anders ausgedrückt. Solange er nämlich Jesus ist, auf dieser Erde, ist die Gottheit wie von ihm getrennt, auch wenn sie ihn von innen heraus erfüllt. Kehrt er zurück, wird er wieder eins mit seiner Göttlichkeit. Und wenn er tatsächlich in uns Wohnung nehmen wird, was für ein wunderbares Wort. Ja, Dämonen nehmen Wohnung in uns und beherrschen uns. Aber wenn Gott selbst Wohnung in uns nimmt, dann beherrscht er uns nicht, sondern dann erfüllt er uns. Denn er, der uns geschaffen hat, kann uns nicht beherrschen, weil er das niemals zulassen würde, dass das Wesen, das er liebt, unfrei würde. Also heißt das, er möchte uns in unserer Freiheit, in unserer Eigenständigkeit mit seinem Wesen erfüllen. Das ist ja auch der Hintergrund des Abendmahls. Nehmt mein Wesen in euch auf, erinnert euch daran, dass ich derjenige sein will, der in euch wirkt. Und ihr bleibt trotzdem selbstständig. Ihr könnt immer göttlicher werden und ihr verliert euer Menschsein, euer Eigensein nicht. Eine ganz wunderbare Angelegenheit. Schwer vorstellbar, vor allen Dingen, weil wir ja auf dieser Welt erst einmal so alles andere als göttliche Gefühle haben, klar. Das ändert aber nichts daran, dass wir wenigstens manchmal eine Ahnung davon bekommen, dass wir manchmal spüren, was es heißt, erfüllt zu sein mit Leben, mit Lebendigkeit, mit Wahrhaftigkeit. Wenn wir spüren, dass das Leben alles durchdringt und auch ein Teil von uns ist, dann muss nicht jemand kommen und dann uns über den Kopf streichen und sagen, ich tröste dich. Nein, der Trost ist das Leben selbst. Wenn die Lebendigkeit uns erfüllt, dann gibt es keine Trauer mehr. Denn an welcher Ecke können wir noch irgendwelche Formen von Mangel oder Verletztheit spüren? Nein, es ist keine Trauer mehr da. Es ist Leben pur. Es ist Liebe pur. Das ist dasjenige, was er tatsächlich uns ständig anbietet. Wo wir aber in unserer Eigensinnigkeit immer wieder auf die Dinge nur achten, die uns scheinbar wichtig sind, wo wir uns nicht die Zeit und die Muße und die Innerlichkeit lassen, immer wieder, wenn wir Durst nach seiner Liebe haben, uns an ihn zu wenden und unser Herz zu öffnen, damit er Wohnung nehmen kann in uns. Es ist schon eine unfassbare Anmaßung, dass Christen behaupten, dass Gott in ihnen Wohnung nehmen will. Ja, wir sind doch ganz klein und so unwichtig und Gott ist doch so groß. Und dieser große Gott will uns so unendlich nah sein, dass er fast wie verschmilzt mit unserem Wesen.
so innig. Deswegen wird ja nicht umsonst die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk und zwischen Jesus und seiner Gemeinde und zwischen Jesus und jedem von uns, das ist wie Braut und Bräutigam. Das ist absolut zutiefst innerlich. Ja, wie so Mystiker, auch wenn sie ihre Lieder dichten, einfach dahinschmelzen vor Liebe, wenn sie beginnen zu fühlen, was es heißt, dass dieser Gott sie liebt und dass dieser Gott ein Mensch ist und dass das eine menschliche Liebe ist, die in sich göttlich ist, die dann in uns wirksam werden kann. Einen größeren Trost kann es nicht geben, auch wenn die Jünger erst einmal davon relativ wenig verstehen, aber es geht ja auf Pfingsten zu. Und Pfingsten ist es dann soweit. Vorher ganz zaghaft, ängstlich. Und dann spüren sie, was es heißt, die große Kraft Gottes in sich zu erleben, getragen zu werden von purer Liebe und von der Wahrheit. Ich hoffe, Sie können sich darauf einlassen. Ich wünsche es Ihnen. Es ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Ja, diese Nähe, die besingt auch das nächste Lied. Wie bist du zugegen, unsagbar nah bei uns. Wir sehen dich nicht, aber du bist in allem dennoch ganz tief verborgen. Deine Kraft kann sich in uns entfalten. Lassen Sie das Lied auf sich wirken. Beten Sie mit. Das ist wunderbar. Lieber Jesus, du hast den Jüngern gesagt, dass du lebst, auch wenn sie dich nicht sehen können. Was für eine tröstende Botschaft. Ich wünsche mir sehr, dass das nicht nur ein Gedanke in meinem Kopf ist, sondern dass ich dich spüren kann, dass du in meinem Herzen real bist und es erfüllst. Wenn es mir aber um Leistung geht, um Anerkennung und Kontrolle, auch vielleicht im religiösen Bereich sogar, dann finde ich dich nicht. Bitte hilf mir, die Hindernisse auf dem Weg zu dir zu erkennen und auch mit dem, was in mir nicht heil ist, zu dir zu kommen. Dich spüren. Das entsteht im Vertrauen zu dir, in meiner Sehnsucht nach dir, in einer offenen und empfangenden Haltung. Wie oft vergesse ich das? Umso mehr danke ich dir dafür, dass du uns in unseren Nöten nicht alleine lässt,
sondern uns unermüdlich daran erinnerst, dass du auf uns wartest, dass wir deine Kinder sind und in dir und bei dir zu Hause sein dürfen und zu Hause ankommen. Alles, was wir noch auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche die Segensbitte. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Das letzte Lied, es ist so, wenn wir getröstet worden sind, dann wünschen wir uns sehr, dass derjenige, der uns getröstet hat, bei uns bleibt. Und das ist das Thema dieses letzten Liedes. Bleibe bei uns, denn es wird Nacht.